Hallo und willkommen zu meinem kleinen Fazit zu Call of Juarez Gunslinger, dem vierten Teil der Call of Juarez Reihe. Dabei handelt es sich um einen Wild West Shooter, also man läuft hier im wilden Westen rum und liefert sich First Person Feuergefechte. Entwickelt wurde das Ganze von Techland und published wurde das von Ubisoft. In Call of Juarez gibt es insgesamt drei Spielmodi. Das ist der Story-Modus, ein Arcade-Modus und ein Duell-Modus. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem Story-Modus an, da der auch die anderen Modi ein bisschen erklärt. Und dazu werde ich hier ein bisschen Gameplay-Footage zeigen aus dem ersten Level des Story-Modus, also kleine Spoiler halt aus dem ersten Level. Der Story-Modus kann auf drei Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Das ist Normal, Hard und Wild West, wobei Wild West erst nach dem einmaligen Durchspielen zur Verfügung steht. Noch ein bisschen schwerer ist als Hard und auf einiges am Interface verzichtet. Ich hatte jetzt auf Hard durchgespielt und kann sagen, dass das jetzt auch nicht besonders schwer ist. Das Spiel benutzt ein Checkpoint-System. Und die Checkpoints sind aber ziemlich gut gestreut, dass man da jetzt nicht viel neu machen muss, wenn man mal abnippelt. Es gibt insgesamt vielleicht zwei oder drei Stellen im Spiel, die etwas kniffliger waren, aber ansonsten war das auf Hard jetzt auch für mich als nicht unbedingt FPS-Profi verhältnismäßig einfach. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few. Unsere Gegner sind zum kleinen Teil Indianer und zum größten Teil Cowboys, auch wenn das jetzt nicht der richtige Terminus ist, aber halt so, wie man sich jetzt Cowboys vorstellt. Und die Gegner sind im Level quasi vorplatziert, die spawnen zwar auch an einigen Stellen, aber das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei Shadow Warrior, Painkiller oder Serious Sam, wo man wirklich in einen großen leeren Raum geht und dann Portale aufgeht und Gegner rausströmen, sondern es ist eher so, dass man in einem Westerndorf rumläuft und dann sieht man, dass da Cowboys aus der Tür rauskommen, hinter den Fenstern erscheinen und so weiter. Es wirkt also sehr natürlich und der Übergang ist auch sehr fließend. Also man geht jetzt nicht von Raum zu Raum und ballert die Räume leer, sondern es ist wirklich ein fließender Übergang durch das Level. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Um das Kämpfen jetzt noch ein Ticken interessanter zu machen, gibt es eine Combo-Funktion. Das bedeutet, dass man für jeden Gegner erstmal Punkte bekommt, wenn man ihn abschießt. Wenn man ihn normal tötet, gibt es halt 50 Punkte und wenn man ihn noch auf spezielle Weise tötet, also beispielsweise in den Kopf schießt, gibt es noch einen kleinen Bonus. Wenn man es aber jetzt schafft, ganz viele Gegner hintereinander zu töten, ohne dass da große Pausen zwischen sind, dann gibt es einen Combo-Bonus, das heißt die Gegner, umso mehr Gegner man tötet, umso höher stackt ein zusätzlicher Bonus, der einem dann angerechnet wird. Und diese Punkte, die man nun dadurch bekommt, das sind auch gleichzeitig Erfahrungspunkte und die wiederum dienen dazu, dass man sich dann Fähigkeiten freischalten kann. Da kann man kleinere Sachen auswählen, wie dass man beispielsweise minimal länger Zeit zum Zielen hat. Da sind aber auch recht große Sachen bei, wie beispielsweise, dass man mit dem Aktivieren von Bullet Time, ja, Bullet Time gibt es hier auch in dem Spiel, wo man die Zeit verlangsamen kann und dann besser zielen kann, dass man mit der Bullet Time, wenn man die hält, automatisch Kopfschüsse verteilt auf alles, was man dann anwählt. Zusätzlich kann man sich mit dem Skillsystem auch noch zusätzliche Alternativwaffen freischalten. Das sind quasi verbesserte Modelle von den Waffen, die man sowieso mit sich trägt. Das heißt, wenn man jetzt mit einer Schrotflinte unterwegs ist und diesen Schrotflinten-Skill trainiert hat,
dann bekommt man statt der normalen Schrotflinte, jedes Mal, wenn man die findet, eine goldene Schrotflinte, die leicht verbesserte Werte hat. Insgesamt besteht das Arsenal, das man auch direkt in der Hilfefunktion des Spiels einsehen kann, aus 3 Pistolen und einer Rifle, einer abgesägten Rifle, einer Schrotflinte und einer abgesägten Schrotflinte, wobei ich die abgesägte Rifle noch nie im Spiel gesehen habe. Und zusätzlich kann man noch Dynamit werfen. Und von diesen Waffen gibt es dann nochmal 6 Ausführungen in der Goldversion, die man durch Skills freischalten kann. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Das Töten von Gegnern ist aber auch nicht der einzige Weg, mit dem man Erfahrungspunkte sammeln kann. Es gibt im Spiel auch noch Nuggets, nennen die sich, die man einsammeln kann und die einem dann etwas über die Hintergründe des Spiels verraten. Und diese Boni, die kann man dann auch beim nächsten Durchlauf dann direkt bekommen. Also wenn ich jetzt das erste Level einmal durchspiele, alle Nuggets gefunden habe und das Level dann neu spiele, dann bekomme ich diese Bonuserfahrung direkt angerechnet. Eine weitere große Quelle von Erfahrungspunkten im Spiel sind die Duelle, die meistens am Ende des Levels stattfinden. Und die laufen so ab, dass man auf der linken Seite eine Hand hat. Jetzt im ersten Level muss man die noch nicht steuern. Und die muss man dann schauen, dass man die über die Pistolenhalterung zieht, indem man A und D drückt. Und zusätzlich hat man auf der rechten Seite den Gegner und sein Fadenkreuz. Und dann muss man schauen, dass man das Fadenkreuz auf den Gegner hält. Sobald man den Herzschlag hört, kann der Gegner dann jeden Moment schießen. Da muss man dann schauen, dass man schneller ist. Man kann dann entweder hingehen und direkt den Gegner abschießen, dann gibt es allerdings keine Erfahrungspunkte, weil das ein unehrenhafter Sieg ist. Oder man wartet, bis der Gegner zieht, dann reagiert man darauf und schießt ihn dann schneller über den Haufen und damit gibt es dann einen ordentlichen Erfahrungsboost. Die Duelle finde ich persönlich eher weniger toll, aber dadurch, dass die verhältnismäßig selten stattfinden, also einmal oder zweimal pro Level vielleicht, ist es verkraftbar. Neben dem Kombo-System und den Duellen hat das Spiel aber auch noch ein paar andere Eigenheiten, sage ich mal. Das Spiel kommt ohne Hitpoints aus, was ja mittlerweile eher der Standard ist. Das heißt, wenn man getroffen wird, dann regeneriert man sich sehr schnell wieder. Das kann man anhand der Kugeleinschläge auf dem Bildschirm sehen. Wenn man jetzt sehr wenig an, ich sag mal, Hitpoints hat, also schon angeschossen wurde und noch ein Schuss reinkommt, dann kann das Spiel auf eine Bullet Time wechseln. Und da muss man dann entweder A oder D drücken zum Ausweichen der Kugel. So Quicktime-Events, nenne ich die jetzt mal, kommt es auch manchmal im Spiel bei vorgeskripteten Stellen, wo beispielsweise auf einmal ganz viele Gegner gleichzeitig auftauchen und da wird dann eingeblendet, jetzt soll man A drücken, jetzt soll man B drücken, jetzt soll man S drücken, jetzt soll man D drücken. Und mit jedem Drücken der Taste wird dann jeweils ein Gegner abgeschossen. Ist auch nicht unbedingt eine super schöne Spielmechanik, aber ist verhältnismäßig selten und fügt sich verhältnismäßig gut in das Spiel ein, sodass das auch verkraftbar ist. Die erwähnte Bullet Time kann man manuell auch triggern und das sollte man auch regelmäßig machen. Die lädt sich dadurch auf, indem man Gegner tötet und durch die unterschiedlichen Skills, die man sich freischalten kann, kann man diese Bullet Time dann auch verbessern, indem man die Länge erhöht oder den Zuwachs erhöht, den man jedes Mal bekommt, wenn man einen Gegner einen Kopfschuss verpasst. Neben dem sehr coolen Kampf habe ich aber bisher ein anderes Feature quasi noch gar nicht erwähnt und das ist die sehr coole Story des Spiels und die Art und Weise, wie diese Story erzählt wird. Wir spielen hier einen Kopfgeldjäger, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und nun in einer Bar zusammensitzt mit ein paar Leuten und hier seine Geschichten zum Besten gibt.
Und das wird zum einen präsentiert durch Zwischensequenzen, die gezeichnet sind, und zum anderen durch die Anmerkungen von ihm, die die ganze Zeit über im Spiel nebenher laufen. Das heißt, er würde dann beispielsweise sagen, ich bin da und da hingegangen, weil das und das passiert ist. Es kann aber auch sein, dass jemand von der Gruppe, die ihm gerade diese Geschichte, die gerade zuhört, wie er diese Geschichte erzählt, dass die dann Einsprüche erheben oder sagen, was ist da und da passiert. Und dadurch verändert sich dann live während des Spiels auch teilweise die Levelstruktur. Da kann es beispielsweise sein, dass zurückgespult wird oder dass auf einmal eine Brücke entsteht, dass Bäume vom Himmel fallen und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr nett gemacht und führt auch zu einigen Lachern. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass es neben dem Story-Modus, der übrigens so etwa 7 Stunden dauert, auch noch 2 andere Modi gibt. Das ist einmal ein Modus, bei dem es darum geht, Duelle durchzuführen. Das sind insgesamt dann 15 Duelle, die aneinandergereiht sind. Und ja, bei denen muss man unterschiedliche Gegner abschießen. Kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wie einem das großartig Spaß machen kann. Aber gut, dafür ist der andere Modus, der Arcade-Modus, ziemlich cool. Bei dem geht es darum, möglichst lange Kombos aufzubauen. Und das bedeutet, dass das eine ziemliche Timing-Aufgabe ist, wie man jetzt die Gegner abmurkst. Dass man beispielsweise den letzten aus der ersten Gruppe ein bisschen verspätet tötet, während man zu ihm hinläuft, damit von da aus dann der Weg zur nächsten Gruppe nicht so weit ist, dass der Timer des Kombos abläuft und damit die Kombo wieder zurückfällt. Also wenn man beispielsweise eine Gruppe aus 4 hat und dann ein paar hundert Meter weiter nochmal eine Gruppe aus 4, dann will man vielleicht zuerst mal 3 der Gruppe abschießen, dann ein bisschen nach vorne laufen, den letzten töten, damit der Weg von da aus dann zur nächsten Gruppe nicht mehr so weit ist. Da muss man schauen, dass man das Nachladen entsprechend timet, die Bullet Time timet. Ja, und insgesamt sammelt man dadurch dann Punkte. Mit den Punkten kommt man auf Highscores und die Highscores kann man dann entweder mit anderen Steam-Spielern vergleichen, also mit einer globalen Liste oder direkt mit seinen Freunden. Die Punkte, die man da bekommt, die kann man dann auch wieder nutzen, um die anfangs ausgewählte Klasse, jedes Mal, wenn man diesen Modus startet, muss man eine Klasse auswählen, um diese Klasse dann weiter zu verbessern. Da kann man aber nichts auswählen, sondern das sind 6 vorgeschriebene Skills und die schaltet man sich dann nacheinander frei und dadurch erreicht man natürlich dann nochmal bessere Highscores. Der Modus macht auf jeden Fall gut Spaß und sollte noch umso mehr Spaß machen, wenn man Freunde hat, die da ebenfalls Gefallen dran haben, auf Highscore-Jagd zu gehen, sodass man sich da natürlich gegenseitig immer mal wieder die Highscore wegschnappt. Abschließend kann ich zu Call of URS Gunslinger sagen, dass es ein sehr schönes Spiel ist. Vor allem der Story-Modus mit seiner sehr eigenen Erzählweise macht viel Spaß. Dauert halt nur 7 Stunden, was ja eine eher recht normale Zeit für einen Shooter ist. Wenn man was mit dem Western anfangen kann, also mit dem Western-Setting, dann sollte einem das gefallen. Der Arcade-Modus kann zusätzlich noch Spaß machen, hängt natürlich auch davon ab, wie sehr man denn selber darauf aus ist, Achievements zu bekommen oder die höchste Highscore zu erreichen. Das Spiel kostet auf Steam selbst mit normalem Preis nur 15 Euro. Man kann es im Angebot auch schon mal für etwa 5 Euro bekommen und für das Geld kann man echt nicht klagen. Ich meine, das ist halt echt ein gutes Spiel. Und ja, ich würde es jedem empfehlen, der mit Shooter und Western-Setting was anfangen kann. Soweit von mir. Ich wünsche viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.